Moin, willkommen zurück zu meiner Amiga Classics. Und heute spielen wir ein Manager-Spiel, wenn das klappt. Denn ich habe schon ein paar Spiele gehabt, die defekt waren. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Und wir sehen uns gleich beim richtigen Spiel. Ich hoffe, er lädt zu hier. Und zwar ist es der Vorläufer von den EA-Spielen, Spieleserie. Und die ja schon in den Sand gefahren wurde. Und nichts Neues kam. Und das ist hier die, wie gesagt, der Vorgänger davon. Nun komm schon, gib Gas. Hab nicht ewig Zeit. Ist auf jeden Fall ein Spiel mit der Maus. So viel kann ich schon mal verraten. Da, dam, 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 dam. Nun komm hier, Ladebildschirm. Wie viele Mitspieler? Ja, einer, ne? Okay. Name? Ja, nehmen wir Hugo, ne? Spielt ja keine Rolle, wie ich heiße. Ja, ich könnte natürlich ja meinen Heimatverein nehmen hier. Oder was haben wir noch hier? Nehmen wir Fortuna Köln. Eigentlich bin ich Hamburger, aber egal. Bitte wählen Auswahl mit der rechten Maustaste. Einsatz und Moral. So kann ich mir gar nicht mehr ändern hier. Ah, hier. Spieler einsetzen. Transfermarkt, Trainingslager, Tabelle Bundesliga, Finanzen. Automatische Aufstellung. Transfermarkt, Trainingslager. Ich habe es ganz anders in Erinnerung gehabt hier. Kickhausen, ja. Tabelle Bundesliga, Teambilanz, Eintrittspreise. 10 D-Mark können wir so lassen. Kredite von der Bank, Stadion ausbauen, Verein stärken, Bundesliga, Erfolgsbilanz. Aktuelles Spieler. So, wollen wir erst den Spieltag mal beginnen hier? Und zwar ist das SV Werder Bremen gegen Bayern Uerdingen. Was sind wir hier? SDFC. Nee, warte mal. Bin ich gar nicht bei, ne? Doch, Fortuna Düsseldorf bin ich nicht. Eintracht Frankfurt. Na egal. Machen wir weiter. Das ist hier die zweite Liga. Da müssen wir bei sein, glaube ich. Ach, gehen wir weiter. Brauchen wir nicht gucken. Da sind wir. Amateur-Oberliga gegen Wattia Worms. Habe ich ganz Erinnerung, ganz anders Erinnerung. Bundesliga-Manager. Ich dachte, wäre anders aufgebaut. Hier mit den Buttons und so, mit der Spinne und so, aber. Oder was ist das beim zweiten Teil? Gelbe Karte für Wormatia Worms oder was? 1 zu 0 für Wormatia Worms schon. 2 zu 0. Oh Mann, ich verliere. Das ist schlecht. 2 zu 1. Yeah, Torschütze Labbadia. Komm, los. Halbzeit. So, 1 zu 2 für mich. Achso, nee. Da bin ich. 1 zu 2, Wormatia Worms. 9. gegen 10. Platz. Andere ist 1 zu 1. Ja, machen wir mal weiter. Hier kann man bestimmt noch was machen, oder? Nee, kann man nicht. Das ist eine Frechheit. Ja, Bundesliga-Manager. Ich habe mich ganz anders in Erinnerung, wie gesagt. Das ist so, wie gesagt, der Vorläufer von heutigem Fußballmanager von EA. Und gelbe Karte. Hässler. Okay. So, wo bin ich denn hier? Bin ich gar nicht bei. Da bin ich, auf dem 15. Platz abgerutscht, Niederlage. Pokalspiel. Automatische Aufstellung. Eintrittspreise. So viel kann man ja gar nicht machen hier. Machen wir mal weiter. Linke Maustaste, DFB-Pokal.
Wir spielen gegen irgend so einen Verein, Bayer Uerdingen. Und komm schon, spiel mal hier. 15.000 Zuschauer. Noch steht's 0 zu 0. Und Torschance für mich. Leider versiebt. Und zweite Halbzeit. Fortuna Köln. Wieder verspielt. Torschance für Bayer Uerdingen. 1 zu 0 gegen mich. Das ist gemein. Ja, so viel kann man hier nicht machen bei dem Spiel, leider. Vor allem, ich habe es ganz anders in Erinnerung gehabt. Aber wahrscheinlich erst ab dem zweiten Teil, wo das so richtig funktioniert. 2 zu 0. Ich verliere den DFB-Pokal. Und wieder nicht geschafft. Und 2 zu 1. Noch ein Tor. Allerdings ist das Spiel zu Ende. Ja, erste Runde bin ich rausgeflogen. Schade eigentlich. Ja, wie gefällt euch das Spiel? Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr gerne reinschreiben. Vereinsreport, können wir mal kurz reingucken. Ja, ist sehr klassisch gehalten, ne? Stärken, Amateur, Vereinsreport. Ja, 21 Stärke. Ja, wie gefällt es euch das? Schreibt das ruhig in die Kommentare rein. Ich wünsche euch was. Bis dann.